So, hallihallo, durch mein lieben Freund und herzlich willkommen zurück zur nächsten Folge von Goodbye Deponia. Ja, wir sind hier bei den verwirrten Mutz. Mutz, heißen sie Mutz? Irgendwie sowas. Wisst ihr, was mit Boso los ist? Ach, du bist ein Freund von Boso. Wir hören uns mal weiter um. Unsinn, Frau. Boso freundet sich doch nicht mit irgendwelchen Landstreichern an. Im Gegensatz zu dir hat er nämlich noch einen restlichen Funken Gips. Auch wenn er sich momentan nicht so benimmt. Er ist deprimiert, Mook. Natürlich ist er das. Er hat keinen Job, keine Freundin, die Welt geht unter. Er hat eine Freundin. Ihr Name ist Bambina und sie wohnt auf dem schwimmenden Schwarzmarkt. Wenn sie ihm auch so häufig widerspricht, verstehe ich langsam, warum er wieder zu Hause eingezogen ist. Ich suche das Lager des Widerstands. Sag ihm, wir kaufen nichts. Der junge Mann sucht etwas, Mook. Und da fragt er ausgerechnet dich? Du verbummelst doch immer alles. Wenigstens hab ich noch meine Manieren. Wenn du wirklich Manieren hättest, würdest du dich um deinen Gast kümmern. Ach, den Landstreicher. Den hätte ich fast vergessen. Sag ihm, dass er, wenn er schon betteln muss, sein Glück lieber beim Widerstand probieren sollte. Das Lager ist ja nur die Treppe runter und dann einmal quer über den Platz. Dort wissen sie wenigstens, wie man Ordnung hält. Versteht ihr überhaupt, was ich sage? Fünf, oder? Unsinn, Frau. Es sind mindestens sieben. Ach, du hast doch keine Ahnung. Du weißt ja nicht mal, worum es geht. Warum fragst du dann nicht deinen Freund, den Landstreicher? Er scheint ja auf alles eine Antwort zu haben. Ach, Quatsch. Der redet doch gar nicht. Na, weil du einen eben nie zu Wort kommen lässt. Schau, er will schon wieder etwas sagen. Ach, vergesst es einfach. Das wird ja selbst mir zu blöd. Ich gehe. Ich glaube, du hattest recht, Mook. Das war doch ein Landstreicher. Sag ich doch, Frau. Aber du hörst ja nie auf mich. Dieses Ensemble würde mich garantiert hervorragend kleiden. Und solange niemand Wichtiges zuguckt? Es brennt, es brennt. Oh, ich komme. Tatü, tata. Ui, guck mal, Mook. Das ist so putzig. Baby Boso spielt mit der Feuerwehruniform von seinem Cousin David. Unsinn, Frau. Das ist nicht Baby Boso, sondern ein verirrter Landstreicher. Oh, du hast recht. Ach, ich wusste, es war ein Fehler, den Optiker beim Bingo zu beschummeln. Ninja Dress? Okay, einmal noch. Ja! Baby Boso spielt mit dem Ninja Dress von seinem Cousin Alec. Unsinn, Frau. Das ist. Meinst du, dann bekommt er auch keinen Koffein? Okay, dann nehmen wir doch mal Baby Boso. Muss das wirklich sein? Na gut. Brave! Ui, guck mal, Mook. Da ist ja Baby Boso. Na, Baby Boso, möchtest du noch einen Koffeinlutscher haben? Du sollst dem Baby doch keinen Koffeinlutscher geben. Was für eine Koffeinlutscher für ein Baby? Das ist eine gute Idee. Du kannst immer nur meckern, Mook. Das Kind muss doch etwas essen. Wie soll es sonst jemals so groß und stark werden wie sein Bruder? Oh Himmel, ich hoffe doch sehr, dass Baby Boso nicht nach diesem weinerlichen Nichtsnutz schlägt. Er sollte sich lieber ein Beispiel an seinen Cousins nehmen. Die haben wenigstens etwas aus ihrem Leben gemacht. Hör nicht auf den garstigen alten Mann, Schatz. Hier, du bekommst einen Koffeinlutscher von mir. Wow. Das war peinlich und aufschlussreich zugleich. Ein bisschen wie meine Schulzeit. Ich weiß schon, warum ich nach der zweiten Klasse abgebrochen habe. So klingst du auch. Das ist die obere Aufstiegsstation. Irgendwo da oben wartet das letzte Hochboot nach Elysium. Okay, was macht eigentlich der Postbote hier? Naja. Was hat er denn so alles dabei? Mein liebstes Rehlein, ich wünschte, du wärst bei mir. Himmel, was für eine schwülstige Einleitung. Das gibt Abzüge in meiner Online-Rezension. Na, jetzt kommt doch langsam etwas Action in die Sache. Der Dienst an der Front scheint mir nicht gut zu bekommen. Genauer gesagt, ich bin auf eine Organon-Landmine getreten und werde innerhalb der nächsten Sekunden... Arg! In Liebe, dein Papa Boso. DS?
Nimm dich vor dem Briefträger in Acht. Ich glaube, dass er heimlich unser Bad benutzt. Zumindest habe ich Unterwäsche mit seinem Namen drauf oben auf dem Spülkasten gefunden. Okay. Oh, was ist denn hier los? Oh, guck mal, Opa. Wir haben Besuch. Okay, was geht denn jetzt ab? Dann ziehe ich mir wohl besser meine Hose an, was? Ja, das ist lustig. Bist du ein Freund von Bozo? So ein Unsinn. Bozo hat keine Freunde. Ich meine doch diesen begabten Bastler, von dem er erzählt hat. Ja, das bin ich. Rufus der Erste. Wo ist denn der alte Pirat? Pirat? Diese Pfeife? Pfeife. Genial. Bozo liegt oben in seinem Bett. Und heult wie ein kleines Mädchen. Apropos heulen. Kann mich vielleicht jemand hier rausheulen? Ich stecke fest. Ist das nicht ulkig? Geht so. Fest? Bestimmt liegt das an den vielen Steckbriefen in seiner Tasche. War wahrscheinlich zu intellektuell. Adugadugu. Filmreif. Oscar-verdächtig. Ist seinem Bruder wie aus dem Gesicht geschnitten. Ist er auch mit einer Schafschere. Man sagt, dass die Nase im Alter immer weiter wächst. Wie Gohl wohl später mal aussieht. Gohl hat doch gar keine Nase, oder? Du bist wirklich Bozos Opa? Das frage ich mich schon seit Jahren. Aber mein Arzt weigert sich, einen Großvaterschaftstest durchzuführen. Es ist also Bozos Mama. Er hat ihre Augen geerbt und ihre Oberweite. Wie jetzt? Das war auch witzig? Das ist aber ein sehr aufgeschlossenes Publikum. Und du bist dann wohl Bozos Mutter, richtig? Rate nochmal. Die Tante? Die böse Stiefmutter. Eine Einbrecherin. Die Bewährungshelferin? Nein. Die Oma, die Vorkosterin. Die Schwester? Eine Mischung aus alledem. Warte, was war das Vorletzte? Die Schwester. Rufus, du Charmeur. Hä? Wieso? Ich bin natürlich die Mutter. Was? Aber... Aber du kannst mich gerne Mama nennen. Wie in Komm zu Mama. Er ist ein Gitter unten an der Straße. Oh, das Tor ist nur dafür da, dass Baby Bozo nicht wegläuft. Er ist so lebhaft. Im Gegensatz zu seiner Trantüte von Bruder. Verstehe. Und wer hat den Schlüssel? Es ist nicht abgeschlossen. Es hat lediglich eine Kindersicherung. Und nicht einmal die hilft. Baby Bozo ist einfach zu gerissen. Genau. Im Gegensatz zu seiner Trantüte von Bruder. Darf ich zum Essen bleiben? Aber natürlich, Rufus. Freunde von Bozo sind hier immer willkommen. Besonders, wenn sie so knackig sind. Nur damit wir uns richtig verstehen. Ich esse mit und komme nicht als Fleischbeilage in den Salat, richtig? Wann gibt's denn Essen? Da musst du Opa fragen. Er hat versprochen zu kochen, wenn Bozo mal Freunde ins Haus bringt. Du hast mir nicht zugehört. Ich habe gesagt, dass ich kochen werde, sobald Bozo eine Freundin ins Haus bringt. Weil das nie passieren wird. Okay. Ich dachte, Porta Fisco sei vom Organon besetzt. Das war es bis vor kurzem auch. Aber unter Leitung des neuen Generals hat der Widerstand die Stadt zurückerobert. Moment mal, ich höre immer General. Ach, du kennst den neuen General noch gar nicht? Ich wusste nicht mal, dass wir Ränge haben. Kannst du mir etwas über Bozo erzählen? Natürlich. Was möchtest du wissen? Vorsicht, Rufus.
Du öffnest die Büchse der Pandora. Was für eine Büchse? Ach, nimm ihn nicht so ernst. Er meint den Dia-Projektor von Bosos Tante. Versteck dich! Ich wusste gar nicht, dass Boso aus Porta Fisco stammt. Hat er dir denn gar nichts erzählt? Keine Ahnung. Es ist so unglaublich ermüdend, ihm zuzuhören. Das kommt daher, dass seine Fettbacken auf den Kiefer drücken. Hat er denn seine Zahnspange gar nicht mehr? Ich werde ihn daran erinnern. Stündlich, wenn's sein muss. Ich wusste gar nicht, dass Boso einen kleinen Bruder hat. Er ist ihm ja wie aus dem Gesicht geschnitten. Ist er auch mit einer Schafschere? Tja, alle männlichen Bosos verfügen über ein außergewöhnlich dichtes Haar. Sobald ich mit dem Stillen anfange, sprießt es wie verrückt. Vielleicht sollten Sie Ihre Muttermilch als... Moment mal. Was ist noch gleich die geheime Zutat deines Spezialschampons? Das ist ein Geheimnis. Ich wusste gar nicht, dass Boso so eine klasse Mutter hat. Aber Rufus, du Charmeur, du weißt, wie man eine einsame Frau aufmuntert. Wo ist Bosos Vater? An der Front verschollen. Ich bin ganz krank vor Sorge. Zum Glück hatte ich Unterstützung von Freunden, die mich auf andere Gedanken gebracht haben. Welche Freunde meinst du genau? Den Milchmann, den Klempner oder den Postboten? Tja, wie heißt es so schön? Gute Freunde lässt man nicht hängen. Wusstest du, dass Boso eine Freundin hat? Wirklich? Ja, ihr Name ist Bambina. Sie hat einen Waffenladen auf dem schwimmenden Schwarzmarkt. Hörst du, Opa? Boso hat eine kleine Freundin. Die Knalltüte? Das hole ich erst, wenn ich es sehe. Tja, es ist wirklich kaum vorstellbar. Er war immer so schüchtern. Als ich ihm damals von den Bienen und den Blumen erzählt habe, ist er wochenlang nicht ohne Imkerhut aus dem Haus gegangen. Wie war Boso als Kind? Da gibt's doch bestimmt irgendwelche peinlichen Geschichten. Eigentlich nicht. Er war ein außerordentlich braves Kind. Er hat nie etwas kaputt gemacht, seine Fifi-Funkelfee-Puppen selbst weggeräumt. Und selbst beim Ritterspielen wollte er immer die Prinzessin sein. Lass uns lieber über was anderes reden. Gerne. Immerhin habe ich ja nicht jeden Tag so einen feschen jungen Mann zu Besuch. Zumindest nicht, seit der Briefträger das Fenster verstopft. Was stimmt denn? Herr Rufus, ich bin mit meinem Latein am Ende. Seit er zurück ist, ist er wie ausgewechselt. Der Junge isst nicht, spricht nicht. Und nicht einmal seine geliebten Fifi-Funkelfee-Datasetten muntern ihn auf. Fifi-Funkelfee. Ich mache Boso wieder gesund. Du bist so ein guter Junge. Hey. Weißt du zu... Aber natürlich, du musst einfach unten an der Straße quer über den Platz und dann immer geradeaus. Ich backe manchmal Kuchen für die jungen Soldaten. Und dann legt sie damit eine Spur vom Lagertor bis zu unserem Haus. Wann gibt's denn Essen? Wir reden später. Fühl dich wie zu Hause. Ich suche derweil schon mal Fotos von Bosos Ballettunterricht raus. Da bist du ja. Komm, genug an der Matratze gehorcht. Raus aus den Federn. Sag mal, was ist denn mit dir los? Hau ab! Aber wir müssen doch ins Rebellenlager. Du musst mir helfen, die Welt zu retten. Boso! Oh, Backe. Ja, ja, schon gut, alter Brummbär. Boso? Ach, du meine Güte. Okay. Was haben wir denn da?
schriftliche Überweisung zur Therapie. Na, sieh mal einer an. Ich wusste ja immer, dass er plemplem ist. Jetzt haben wir es schriftlich. Lustige Idee. Ein Selbstporträt als Sparbüchse. Hey, Boso! Sag, Da komm schon. Ein für Mama, Boso. Will nicht. Ihm fehlt nichts. Ihm fehlt in Form von gut dosiertem Psychopharmaka. Hey, Boso! Hier ist ein Brief von deinem Vater. Was? Das heißt, warte mal. Mochtest du deinen Vater? Aber ja. Nee, dann glaube ich nicht, dass dich das aufmuntern würde. Ich wusste ja immer, dass er plemplem ist. Okay. Post für Witwe Boso. Hier wohnt keine Witwe Boso. Was wollen wir wetten? Hey, wo bleibt der Applaus? Das war ein Brüller. Was steht in dem Brief, Rufus? Sag ich nicht. Ich will das Gelächter zurück. Das versuche ich. Will ja nicht die Stimmung. Das versuche ich lieber nicht nochmal. Will ja nicht die. Okay. Was stimmt denn nicht mit Boso? Ach, Rufus. Ich seit der Junge ist und nicht einmal seiner Gel. Können wir mit dem Babyfon machen? Huhu, bitte kommen. Nichts. Auf dieser Frequenz funkt wohl gerade niemand. Okay, dann gehen wir erstmal hier wieder raus. Eine Kindersicherung also. Oh. Ja, sowas muss einem doch gesagt werden. Ist ja klar, dass ich die nicht aufgekriegt habe. Blöder Mist. Gleich nochmal. Blöder Mist. Huhu, bitte kommen. Nichts auf dieser Frequenz. Das war noch einfacher, als einem Baby den Lutscher wegzunehmen. Aber es hat nur halb so viel Spaß gemacht. Es ist nur eine Kind. Die werde ich ja wohl auch ohne Hilfsmittel. Ich befürchte leider nein, dass du sie ohne Hilfsmittel nicht geknackt hast. Blöder Mist. Gleich nochmal. Tja, das wird wohl erstmal nix. Blöder Mist. Gleich nochmal. Ich muss mal wechseln. So, wie sieht's hier aus? Wahrscheinlich immer noch. Nicht nur wechseln noch. Nein. Nicht nur wechseln noch. Bitte, wir müssen immer hinter. Nein. So. Nicht so laut, du wechseln noch die. Nein. So. Na. Nicht so laut, du wechseln noch die ganze. Na, nicht du wächst, na dann. Nicht du wächst, na dann. Nicht du wächst noch. Na dann. Nicht so laut, du wächst noch. Ich hab keine Ahnung, was ich hier machen soll. Okay, da läuft's immer noch. Da kommen wir immer nicht rein, oder? Ich muss wohl eine ab. Na, wer sagt's denn? Die hier geht nach hinten. Ich muss wohl. Offenbar kann sich die Suche nach der richtigen Kiste noch ein bisschen hinziehen. Aber was soll's? Ich wette, ich bin schon viel näher. Ich frage mich. Ich muss wohl eine andere. Ich muss wohl eine andere. Hey! Scheiße, solange da was draufsteht. Offenbar kann sich die Suche. Aber was soll's? Ich wette, ich bin. Ich muss wohl eine an. Es ist doch nicht so. Ich würde dem Wachmann direkt durchs Sichtfeld laufen.
Also ich sollte lieber ein... Vergiss es. Ich würde dem... Okay, hier kommen wir schon wieder nicht weiter. Ich glaube, was haben wir denn jetzt? Was haben wir denn noch für Optionchen? Vielleicht den Alten hier mal den Brief zeigen? Diese Gruftis bekommen gar nichts von mir. Laut Generationenvertrag schulden sie mir noch eine abgeschlossene Ausbildung, Querflötenunterricht und einen sauberen Planeten. Ich nehme stattdessen aber auch gerne den Sportwagen. Ich wusste ja immer, dass... Jetzt haben wir... Diese Gruftis bekommen... Ich nehme stattdessen... So, was haben wir denn jetzt noch nicht kombiniert hier? Ich glaube, wir müssen irgendwie noch mal ein bisschen rumrutschen im Sparschwein hier oben. Mal kurz alles reinstecken. Ja, ja. Der Brief ist an Bosos Mama adressiert. Mein Liebstes, ich wünsche... Das geht dir denn ab. In Liebe ich zumindest... Ja, ja, ja. Ihm fehlt nicht... Ihm. Keine Sorge, ich passe auf deinen kleinen Bruder auf, so lange. Keine Panik. Ich kann gut mit... Ich werde ihm ein... Der kann mir zum... Ach komm, Baby Boso ist doch viel kleiner als du. Ich hätte da ein paar Fragen zu Boso. Die habe ich auch, aber manchmal... Oma Boso hätte während der Schwangerschaft einfach nicht so viel rauchen dürfen. Du, Mama... Was ist... Vielleicht brauchen wir jetzt einfach wieder irgendwo Kostüm, was wir nicht ankommen. Dann können wir das noch drehen. Es brennt! Unsinn! Das ist doch... Nein, oder bekommt... Oder noch einmal das Baby-Boso machen. Diese schlimm genug, dass ich da... Ja, Treppe runter und dann immer am Platz. Das ist schön und gut, aber da komme ich nicht raus, weil wegen Kindersicherung. Was treibst du da? Ach, nur ein bisschen abhängen! Das ist jetzt gerade wieder so ein Fall, wo ich erstmal nicht weiterkomme und mal wieder nachgucken muss, weil ich renne hier die ganze Zeit im Kreis wie so ein Blöder. Und irgendwie ist das auch nicht so Sinn und Zweck der Sache, ne? Ah, okay. Ja, ich hätte vielleicht mal wieder alle Hinweise beachten sollen. Natürlich. Baby Boso ist ja eh schon aufgedreht, also was liegt näher, als ihm den Koffeinlutscher zu geben. Haben? Hey, wer wirft denn da mit Gegenständen? Was war das überhaupt? Das muss hier irgendwo rumliegen. Ein süßer Fratz. Ach ja, ich wäre so ein guter Vater. Ich frage mich, ob meine Gutartigkeit eigentlich irgendwelche Grenzen hat. Ja, wo ist er denn auf einmal geblieben? Hey, das... Okay, das Tor dürfte jetzt gerade auf sein. Das heißt, wir gehen mal kurz hinterher. Genau. Oh ja, ja, Baby Boso hat kräftig... Baby Boso hat ein bisschen aufgeräumt. Was haben wir denn hier für ein Gulli? Keiner da. Ja, nee, keiner da. Okay, hier geht's nach Fragezeichen, da geht's nach Fragezeichen, da geht's nach Fragezeichen, da geht's erst recht nach Fragezeichen. Wir gehen mal ganz in die Kalisation runter und sammeln mal den Lutscher auf. Das ist ein Schnurr? So. Na dann.
So, das sollte sie vorerst zum Schweigen bringen. Na dann. So. Na, ha, hab ihn. Okay, wir haben einen Ast. Na dann. So. Na, fühlt sich so an, als ging es dahinter noch weiter. Ich spüre einen Luftzug und die Luft ist warm und feucht. Na, so. Okay, wir haben Gestrüpp und ich tappe hier scheinbar im ohne etwas Licht wird. Wenn ich den Stock dieser Spalte reibe, könnte sich vielleicht ein Feuer entzünden. Und alles, was man dafür braucht, ist ein wenig Zunder. Wie zum Beispiel dieses Gestrüpp. So. Hey, na klar! So kann ich Feuer machen. Jubilate! Gibt es überhaupt etwas, das ich nicht in Brand gesteckt bekomme? Sag doch mal selbst, Goal. Goal? Oh oh. Oh. Ah! Oh. 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 Zum Totlachen. Nur damit du im Bilde bist. Das war alles geplant. Und überhaupt. Wir haben jetzt Wichtigeres zu tun. Wir müssen diese Dingensäure finden, um dich wieder zu einem echten Menschen zu machen. Okay. Wenn du wieder groß bist, werde ich dich nie wieder töten, dreiteilen oder in einen Säugling verwandeln. Versprochen ist versprochen und wird auch nicht gebrochen. Ach, Goal, du verzeihst mir alles. Das mag ich so an dir. Okay, jetzt sind wir hier an dem Stand. Da oben kommen wir wahrscheinlich immer noch nicht weiter. Dann gehen wir doch mal einfach durch. Ein Schild. Hast du dieses Schild, was da rumsteht? Du suchst deine Aushilfe? Du kannst also lesen, bravo. Ich suche einen schmucken Mann, der unter mir arbeitet. Schade, dass ich zu tun habe. Ich sagte ja auch Schmuck. Hallo. Hallo. War das alles? Einfach nur Hallo? Was willst du hören, ha? Willkommen im Teigtaschenparadies? Ist das Schild vielleicht zu dezent? Geht noch. Was verkaufst du hier? Das hier ist ein Modegeschäft. Ich verkaufe Herrenanzüge und farblich dazu abgestimmte Designerhüte. Für mich sieht es eher wie ein Teigtaschenstand aus. Wow. Gut kombiniert, Inspektor Müllweste. Warum fragst du überhaupt, wo du doch offenbar einen Lügendetektor verschluckt hast, ne? Gibt's irgendwelche Sonderangebote? Ich habe hier Teigtaschen für 1,25 Slotty. Wenn dir das nicht besonders genug ist, solltest du irgendwo hingehen, wo sie blinkende Schilder haben, auf denen Sonderangebot steht. Aber rechne damit, dass die Teigtaschen dort teurer sind. Weil Schilder nämlich nicht umsonst anfangen zu blinken. 4 Teigtaschen, bitte. Sorry, meine Aushilfe hat gekündigt. Du hattest eine Aushilfe? Ja, keine Ahnung, wie er die Fußfessel aufbekommen hat. Warum machst du die Teigtaschen nicht einfach selber? Ich hatte eine Operation. Der Doktor sagte, ich darf mich nicht zu viel bewegen. Verflucht sei mein großes Herz. Wieso? Hast du eine Niere gespendet? Nein. Hör doch zu. Ich sagte, mein Herz ist zu groß. Ach komm schon. Mach mir ein paar Teigtaschen, hm? Nicht ohne Aushilfe. Ist hier ein Baby vorbeigekommen? Okay, das nehmen wir auch mit, ich weiß nichts von irgendwelchen verschwundenen Babys. Und niemand kann mir das Gegenteil beweisen. Ach komm schon. Es müsste gerade erst hier vorbeigekommen sein. Ach so? Dann weiß ich es tatsächlich nicht. Okay, dann würde ich sagen, machen wir jetzt mal einen kleinen Cut. Sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Alles Gute. Dankeschön fürs Zuschauen und ciao.